Willkommen zur Einführung in meine Videoreihe, der Sibirier spricht. Nun, was hat mich bewogen, diese Reihe ins Leben zu rufen? Seit meiner Jugendzeit begleitet mich der Drang, etwas über Gott und die Welt zu erfahren, der Wunsch nach einem sinnerfüllten Leben. Und vieles hatte ich seitdem probiert. Herkömmliches Christentum, Meditation, esoterische Lehren, Schamanismus. Aber nach einer gewissen Zeit ließ mich jede dieser Lehren und diese Rituale unbefriedigt zurück. Irgendetwas fehlte immer. Halbwissen ist gefährlich, hatte einmal einer meiner früheren Lehrer gesagt, und das fand ich leider mehr als einmal bestätigt. Mir war klar, es muss so etwas geben wie ein unerschütterliches Wissen, die reine Wahrheit sozusagen, die für alle und alles gültig ist. Vor 20 Jahren begegnete ich endlich einer Lehre, die mich bis heute nicht enttäuscht hat. Nicht nur, dass ich bis heute keinen Widerspruch entdecken konnte. Für mich war und ist es eine Lehre mit vielen Aha-Effekten. Ach so ist das, ja, das macht Sinn. Aha-Effekte auf der Ebene des Verständnisses, nicht nur darüber, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern auch darüber, wie wir als Menschen zusammenleben sollten. Die ganz alltäglichen, praktischen Fragen des Lebens wurden beantwortet. Es geht um die Lehre von Vissarion, dem ich vor mehr als 20 Jahren in Deutschland begegnete. Diese Lehre möchte ich euch in diesem Videoblog näher bringen, und zwar anhand einiger ausgesuchter Themen, die, wie ich denke, viele interessieren werden. Ich habe bereits eine ungefähre Vorstellung davon, welche Themen ich betrachten werde. Ich habe dabei drei Gruppen im Auge. Zunächst die Fragen zum Weltverständnis, dann zur geistigen Entwicklung und schließlich die Vision einer zukünftigen Gesellschaft. Anfangen werde ich mit dem Gottesbegriff und das Weitere wird sich ad hoc entwickeln. Ich möchte betonen, dass jegliches Wissen, das ich in diesem Blog vermitteln werde, nicht mein Wissen ist. Es gibt mein Verständnis der Lehre Vissarions wieder. Zitate aus dem letzten Testament, welches die Lehre Vissarions beinhaltet, bilden demzufolge einen wesentlichen Teil meiner Ausführungen. Ich wünsche allen erbauliches Zuhören.